Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte es im letzten Jahr schon angekündigt. Im letzten Jahr habe ich meine Chakra-Reihe gemacht, die Videoreihe zu den Chakren. Die verlinke ich euch hier oben nochmal, die Playlist. Da bekommt ihr ganz, ganz viele Informationen, was Chakren überhaupt sind und wie ich mit den Chakren arbeite. Und ich hatte dort unter anderem gefragt, ob ihr euch für eine Chakra-Challenge, eine Chakra-Challenge über mehrere Monate interessieren würdet. Denn ich habe für mich Monats-Challenges entdeckt und werde davon auch einige in diesem Jahr machen, jetzt unabhängig vom Chakra-Thema. Und für die Chakren finde ich das aber so passend zu sagen, okay, man beschäftigt sich einen Monat lang mit einem Chakra, weil ich als Mama merke das ganz, ganz doll. Man will ganz, ganz viel ausprobieren, ganz, ganz viel verändern, ganz, ganz viele tolle Tipps umsetzen. Das ist einfach manchmal zu viel und man bekommt dann so dieses, ich schaffe das einfach alles nicht. Dabei hat man 12 Monate Zeit und in einem Jahr kann man dadurch so viel verändern, wenn man sich diesen großen Zeitraum mal bewusst wird. Und deswegen werden wir einen Monat lang mit einem Chakra arbeiten, bevor wir dann zum nächsten übergehen. Und in einem Monat kann da so viel passieren. Wir starten natürlich jetzt im Januar mit dem ersten Chakra, mit dem Wurzelchakra. Und es wird in diesen Videos, die ich dann immer alle 4 Wochen mache, darum gehen, dass ich euch das Chakra nochmal ganz speziell vorstelle und euch dann ganz konkret sage, was könnt ihr tun, wenn ihr mit diesem Chakra arbeiten wollt. Da gibt es viele verschiedene Vorgehensweise, ganz, ganz viele Dinge, die man machen kann, die man auch ausprobieren kann in der Zeit. Was gefällt mir, was passt für mich und was passt in meinen Alltag? Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Wir starten jetzt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Los geht's. Starten wir erstmal mit ein paar Infos zum Wurzelchakra. Das Wurzelchakra, das ist unser erstes Chakra, ist unser unterstes Chakra. Steht deswegen für Stabilität, steht für den Lebenswillen, steht auch für Überleben und den Selbsterhaltungstrieb. Das erste Chakra steht aber auch für Sicherheit, für Urvertrauen und für Erdung. Und es bildet quasi die Basis für alle anderen Chakren. Und die Farbe des Wurzelchakras ist rot. Und rot steht ja auch so für Lebensenergie, für Leidenschaft, für Kraft. Und am aktivsten ist das Wurzelchakra tatsächlich in der Vollmondphase. Also wenn ihr da nochmal ganz explizit vielleicht ein kleines Ritual draus machen wollt oder euch an einem Vollmondabend ganz intensiv damit beschäftigt, habt ihr nochmal einen extremen Booster, sage ich einfach mal. Wo liegt dieses Wurzelchakra? Es liegt im Bereich des Beckenbodens, ist für uns Frauen ja sehr, sehr interessant, auf Steißbeinhöhe ungefähr, könnt ihr euch das vorstellen. Es gibt auch sehr, sehr viele Bilder im Internet, googelt einfach mal Chakren und dann bekommt ihr eigentlich sofort ein Bild, wo die Chakren genau liegen, da könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Wenn das Wurzelchakra von Energie durchflutet wird, also wenn es gut aktiviert ist, dann versorgt die Energie des Wurzelchakras unseren Beckenboden natürlich, aber auch den Dick- und den Enddarm. Es durchfließt unser Knochengerüst, was ja zu der Stabilität passt, und auch unsere Beine und Füße, wegen der Erdung, für die es ja steht. Beeinflusst aber auch unsere Zähne, unsere Nägel, unsere Blutbildung, unsere Verdauung und unseren Ischiasnerv. Und wir nehmen über kein anderes Chakra so viel Energie von der Erde auf, wie durch dieses erste Chakra. Man steht einfach mit beiden Beinen auf dem Boden, mit beiden Beinen im Leben und nichts kann einen so schnell aus der Fassung bringen, wenn man ein starkes Wurzelchakra hat. Wenn das Wurzelchakra vernachlässigt wurde oder wenn ihr euch die Frage stellt, ist das Wurzelchakra ein Chakra, an dem ich arbeiten sollte? Wenn ihr wenig Energie habt, dann ja, beschäftigt euch mit eurem Wurzelchakra. Wenn ihr auch manchmal einfach wenig Lebensfreude habt, dann unbedingt beschäftigt euch mit eurem Wurzelchakra. Aber auch wenn ihr zum Beispiel mangelndes Vertrauen habt. Und wenn das Wurzelchakra gestärkt ist, wenn es stark ist, wenn da gut Energie durchfließen kann, dann fühlt man sich verwurzelter, man führt allgemein ein erfolgreicheres Leben, ist von Fülle umgeben, man verspürt Sicherheit, Geborgenheit,
hat auch ein hohes Maß an Lebensenergie, an Energie ganz im Allgemeinen, ist ausdauernder, hat ein höheres Durchhaltevermögen, ist auch gelassener, was für uns Mamas ja auch ganz, 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 ganz wichtig ist. Und was könnt ihr jetzt ganz konkret tun, wenn ihr sagt, okay, ich bin dabei, ich möchte mich jetzt einen Monat lang mit meinem Wurzelchakra beschäftigen? Zum einen, umgebt euch mit der Farbe Rot. Also achtet in diesem ersten Monat vermehrt darauf, dass ihr euch mit der Farbe Rot umgebt. Das kann mit Klamotten sein. Das kann sein, dass ihr euch eine rote Kuscheldecke fürs Sofa kauft und euch immer abends damit zudeckt. Es kann ein roter Schal sein, eine rote Mütze sein. Völlig egal. Rot ist die Farbe eurer Wahl. Dann gibt es natürlich spezielle Yoga-Übungen für das Wurzelchakra, also wenn ihr gerne Yoga macht, da verlinke ich euch jetzt mal alles Mögliche unten in der Infobox. Also Yoga-Übung ist etwas. Meditation natürlich, sowohl für das erste Chakra gezielt oder auch Erdungsmeditation finde ich sehr schön. Da verlinke ich euch auch mal ein paar Videos unten in der Infobox, die ich persönlich einfach sehr, sehr gerne mag. Aber da kann man ja auch nochmal in der Suche einfach gucken, was für euch das Richtige ist. Ansonsten ätherische Öle gehen natürlich auch immer, wenn man mit Chakren arbeitet. Und ich habe mich für Zedernholz entschieden. Also ich benutze halt für jedes Chakra nur ein Öl. Es gibt immer verschiedene. Ich habe mich jetzt für Zedernholz entschieden. Das riecht natürlich sehr erdig. Deswegen benutze ich das zum Beispiel sehr, sehr gerne in der Badewanne, weil es da über die Haut aufgenommen wird in der Badewanne, aber durch die ganzen anderen Gerüche einfach überdeckt wird, weil es halt wirklich ein sehr, sehr erdiger Ton ist. Was für das Wurzelchakra noch geht, ist zum Beispiel Nelke als Ton oder Rosmarin oder Zypresse. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel durch die Nahrung das Wurzelchakra stark beeinflussen wollt, wäre Ingwer jetzt das Gewürz eurer Wahl. Oder aber ihr guckt darauf, dass ihr viel Rotes isst, was gerade aktuell nicht so einfach ist. Also Erdbeeren ist gerade schwierig, rote Äpfel ginge aber zum Beispiel. Oder Paprika. Genau, und das sind quasi die Aufgaben für den ersten Monat. Das alles könnt ihr ausprobieren, das alles könnt ihr tun, um mit eurem ersten Chakra zu arbeiten und euch jetzt einfach einen Monat lang auf dieses Chakra zu konzentrieren. Und in meinen vergangenen Chakra-Videos habe ich auch immer die Produkte von Chakmuni empfohlen und vorgestellt, weil ich die wirklich sehr, 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 sehr liebe. Vor allen Dingen die Tassen und auch die Tees zum Beispiel, das ist sowas unglaublich Alltägliches. Wenn ihr jetzt 4 Wochen lang den Chakra-Tee fürs erste Chakra trinken würdet aus der Chakra-Tasse, ist ja super optimal. Und ich habe mit Maren von Chakmuni für diese Chakra-Challenge auch immer einen Rabattcode für euch. Das heißt, jetzt bis Ende Januar gibt es 10% Rabatt auf alle Produkte für das Wurzelchakra, für das erste Chakra. Ausgenommen ist der Schmuck und dafür benutzt ihr einfach den Code Frau Farbenfroh. Das schreibe ich euch aber alles nochmal unten in die Infobox. Also guckt euch das sehr, sehr gerne an, die Produkte bzw. meine Videos zu den Produkten von Chakmuni. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn dem so ist. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und schreibt mir jetzt sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob ihr bei der Chakra-Challenge dabei seid und heute damit loslegt, euch mit eurem Wurzelchakra auseinanderzusetzen, mit eurem Wurzelchakra zu arbeiten. Ich wünsche euch und mir, weil ich das Ganze natürlich mitmache, ganz, ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!